Hi liebe Leute, heute mal wieder ein Video für alle Leute, die ein bisschen Luft unter den Reifen spüren wollen. Und was sind so der häufigste, größte Fehler und auch Denkfehler beim Trainieren von Tables, beim Trainieren vom aktiven Springen? Und es ist im Grunde ganz simpel. Ich habe es auch schon Millionen mal live miterlebt oder auch von anderen Leuten gelesen, die mir geschrieben haben oder die in Community, in Forum geschrieben haben. Die meisten Leute haben Probleme, mit größeren Tables in die Landung zu kommen. Sie haben aber noch keine aktive Absprungtechnik und wollen dann diese Technik auch an diesen größeren Tables üben. Großer Table heißt lange, steile Rampe, viel Tempo, mit der du kommst, mehr Risiko, es kann was passieren, wenn du vielleicht einen kleinen Fehler machst beim Rumprobieren und so weiter. Deswegen ist der Tipp eigentlich ganz simpel, trainiere die Technik erstmal an kleineren Tables, so wie hier, weil das kannst du nachher auch übertragen. Ihr seht hier, der Absprung ist nicht ganz so steil, die Entfernung, die ihr dann überspringen müsst, ist auch geringer. Ja, und im Grunde, die Bewegung ähnelt sich auch sehr, ob man jetzt einen größeren, steileren Table hat oder einen kleineren zum Üben. Und man sollte erstmal die Technik oder je nach Level auch die Vielfalt der Technik, dass man sagt, man möchte einmal normal über den Table springen, mal noch aktiver abspringen, pushen. Oder man will mal sehr mit viel Tempo ankommen und das ein bisschen wegdrücken, dass man nicht zu weit fliegt. Diese Varianz der Techniken, das könnt ihr alles auch in einem kleinen Table üben. Und da habt ihr nicht die Gefahr, habt nicht immer diesen Gedanken, oh mein Gott, ich will nicht zu kurz kommen. Weil bei einem richtig großen Table, wenn man da zu kurz kommt, hat man einen ziemlich harten Aufschlag. Hier könnt ihr es häufig sehen. Und ich hatte oft schon auch Kursteilnehmer oder Teilnehmerinnen, bei denen das wirklich so war, die gesagt haben, hey, hier in dem einen Spot, wo ich oft fahre, da ist so ein großer Table und ich komme nicht ganz in die Landung. Ich frage mich immer, warum. Ich sehe ein Video und sehe schon, okay, die haben noch nicht gelernt, aktiver abzuspringen, stabil im Bike zu sein. Die sind eher nur alles am Regeln über Tempo und Vollgas und dann irgendwie ein bisschen passiv oder ein bisschen wegschluckend. Und bei manchen Tables schaffen es dann in die Landung, bei anderen nicht. So, aber jetzt an diesem Table, der das Ziel nachher ist, direkt das aktive Abspringen zu trainieren, was ja an sich auch schon andere Vorkenntnisse benötigt, das ist gefährlich und auch in der Regel nicht zielführend, weil es einen nicht näher bringt an dem eigentlichen Ziel, was man erreichen will, sondern oft mehr für Schreckmomente sorgt oder auch für Frustration, weil man merkt, der Kopf ist gar nicht gewillt, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, einem großen Table mit so vielen Faktoren direkt voll abzuziehen. Und wenn man es dann doch versucht, merkt man, oh, das geht auch mal schnell nach hinten bzw. nach vorne los, wenn man zu frontlastig kommt und so weiter und so fort. Kleiner Recap jetzt, ist natürlich ein Unterschied, ob man einfach mit Tempo auf dem Table losfährt und einfach so springt, wie man es immer macht, also ohne drüber nachzudenken, das mache ich auch häufig so. Aber wenn man mal bewusst irgendwas ändern will oder was aktiver machen will, dann ist ja auch so eine Vorstellung von der Bewegung wichtig, was soll ich eigentlich machen und wann. Und natürlich gibt es da jetzt viele verschiedene detaillierte Tipps, wir fassen es jetzt mal ganz, ganz simpel zusammen. Dass man ja vorher schon in eine tiefere Haltung gegangen ist und sich dann aufrichtet, mit dem Table, mit dem Absprung. Und relativ wichtig ist da auch das Timing, weil viele machen das viel zu früh und sind dann hier schon ganz, ganz gestreckt. Und wenn das Hinterrad über die Kante rollt, sind die Beine schon wieder voll gebeugt und es wird halt eher wieder weggeschluckt. Genau, und dieses Try and Error, ich probiere mal aus, wie ist das Timing, wie ist die Bewegung, das sollte man ja nur an kleinen Sprüngen üben, damit man da keine Risiken hat. Zum Beispiel können sich auch die Füße von den Pedalen lösen, wenn man noch nie so gesprungen ist. Alles halt auch nicht ungefährlich. Ein bisschen langsamer an, damit ich dann die Stirn mehr strecken kann.
Also eben bin ich langsamer angefahren und bin mehr abgesprungen. Jetzt fahre ich mal schneller an und springe nur ein bisschen ab. Ganz, ganz wichtig jetzt auch für euer Gefühl. Ihr habt jetzt eine Visualisierung schon, aber vom Gefühl, wenn ihr euch dann groß macht und ihr merkt die Kräfte, die halt von der Rampe in euer Bike und zu euch wirken, dann müsst ihr so ein bisschen gegenhalten, dann müsst ihr stabil bleiben. Körperspannung, wenn ihr da so einsackt, dann werdet ihr wieder nur ganz, ganz flach springen und dann kann das aktive Abspringen auch nicht funktionieren. Das ist eine Erfahrung, die ich euch ersparen will, die mir aber auch schon mal passiert ist, dass ich irgendwie gerade so im Modus fahre, hey, ich will ein bisschen aktiv abspringen. Aber wenn ich den gleichen Sprung, den ich sonst immer eher mit Speed nehme, auch immer noch mit relativ viel Tempo und dann auch noch aktiv abspringe, dann lande ich im Nirvana, im Flat irgendwo. Deswegen, bei einem kleinen Table kann man das mal probieren, langsamer zu fahren und aktiv abzuspringen. Und wenn man dann deutlich zu kurz kommt, dann tut es nicht so weh fürs Material und für die Knochen, weil man halt nicht so eine hohe Fallhöhe hat auf das Tableau mit dem Hinterrad oder mit beiden Rädern und man kann sich da gut rantasten. Also, jetzt habt ihr es nochmal zusammengefasst. Mich würde mal interessieren, wie habt ihr das bisher gemacht? Habt ihr wirklich irgendwie einen kleinen Übungstable oder vielleicht eine Line? Ist auch wieder so ein Thema. Vielleicht reicht auch erstmal ein kleiner Übungstable und nicht direkt eine Line, wo du vier am Stück meistern musst, was dir wieder ablenkt. Du musst wieder bedenken, muss ich nach der ersten Landung reintreten oder abbremsen. Ein Übungstable. Habt ihr sowas schon gemacht oder seid ihr wirklich an euren großen Tables am Üben? Wie ist da eure Erfahrung? Meine Empfehlung ganz klar, geht erstmal zurück zu einer einfachen Stelle mit einem einfachen Table, übt da dann das aktive Abspringen und dann könnt ihr es nach und nach auf andere Sprünge übertragen. Ja, und dann natürlich denkt an die Schutzausrüstung und macht Step by Step. Und wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann lasst es auch sein. Ganz wichtig bitte auch, achtet auf Wind. Heute geht's. Aber wenn ihr sehr starker Seitenwind ist, dann würde ich auch nicht Tablespringen üben, weil das auch eine akute Sturzgefahr herrscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.